Als ich vor ungefähr 5 Stunden das Radiostudio nach unserer Nachmittagssendung verließ und dazu schloss, schoss mir, um hier rüberzukommen, schoss mir durch den Kopf, schade eigentlich, dass es den Beruf, den du seit 1983 ausübst, wirklich gern machst, schade, dass es den vermutlich in 10 Jahren oder 7 Jahren gar nicht mehr geben wird in der Form. Na gut, alles ändert sich, aber man muss eines sehen, wir schaffen tatsächlich Journalismus gerade ab. Und da stehen wir gerade an einem Scheideweg. Und deshalb muss sich auch unsere Gesellschaft darüber verständigen, wie wollen hier wir mit dem öffentlichen Gut Journalismus eigentlich noch weitermachen. Es gibt eine Menge Entwicklungen, die dazu beitragen, dass wir Journalismus abschaffen. Beispielsweise der plötzlich wiederkehrende Gesinnungsjournalismus. Den hatten wir vor 100 Jahren schon mal. Journalisten, die Wert darauf legen, dass die Gesinnung und nicht die Fakten das Entscheidende im Journalismus sind. Das hat damals die Weimarer Republik ziemlich kaputt gemacht. Heute hat dieser Gesinnungsjournalismus so aufkeimend wieder eine ganz neue Attraktivität. Gibt sogar Journalistenakademien, Journalistenausbildungsstätten, die sich dazu bekennen. Oder nehmen wir beispielsweise mal die Folgen des Gesinnungsjournalismus. Journalisten meinen dann, sie müssten die besseren Politiker sein. Ihre Zuschauer, Zuschauerinnen, Hörer, Hörerinnen, Leser, Leserinnen oder einfach Nutzer dazu erziehen, dass sie bestimmte Anschauungen übernehmen, dass die bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen einschätzen. Oder nehmen wir den Mainstream-Journalismus. Insbesondere der führt immer wieder zu Engführungen. Bestimmte Themen dürfen dann nicht mehr stattfinden oder bestimmte Themen werden nur noch sehr, sehr eng angeboten und so gar nicht mehr richtig recherchiert. Das haben wir in der Corona-Krise ziemlich intensiv erlebt. Das ist zum Glück sehr stark in die Diskussion gebracht worden. Die Diskussion ist ein bisschen abgewürgt worden. Die Kollegen Gräf und Hennig von der Passau-Universität, die haben dazu auch eine ziemlich gute Studie rausgebracht. Ja, und dann haben wir Storytelling. Storytelling beschäftigt sich in der Extremform damit, dass die Geschichte einfach gut sein muss. Da gibt es ein Drehbuch und dann werden die Journalisten losgeschickt. Bringt uns mal die dazu passende, gute Geschichte und die muss passen. Beispielsweise der Kollege Klaas Relotius, vielleicht kennen Sie den noch so vom Namen, der hat von seinen Spiegel-Redaktionsleitern den Auftrag bekommen, hier ist ein Drehbuch, bestimmte Mutter mit Kind, ganz bullige Bürgerwehren, bullige Leute, unintelligent, Trump-Anhänger, die mit Gewehren rumlaufen. Und da war ihm klar, okay, so muss die Geschichte laufen. Oh. Hat er nicht gefunden, die Geschichte. Er war vor Ort und die Geschichte war so nicht da. Also hat er zu dem gegriffen, was extreme Storyteller gerne machen. Die sagen sich nämlich, ich lasse mir doch meine schöne Geschichte nicht durch Fakten kaputt machen. Ja, und dann hat er was erfunden. Das kam dann später raus. Das sind so ein paar Entwicklungen. Also wenn Sie noch 2 Stunden Zeit hätten, könnten wir noch über viele Beispiele dieser Art reden. Wird aber nicht besser dadurch. Jedenfalls führen die dazu, dass wir Journalisten und Journalistinnen an Glaubwürdigkeit, dass der Journalismus insgesamt an Glaubwürdigkeit und Akzeptanz ziemlich verloren hat. Und das hat er dadurch, dass wir in viel zu vielen Fällen leider nicht mehr ordentlich recherchieren. Hat auch wiederum viele Ursachen, liegt an vielen Sachen, beispielsweise, dass Stellen abgebaut werden, beispielsweise, dass es auch in der Redaktion so eine Mainstream-Ausformung gibt, die dann auch bestimmte Recherchen schon mit einer Schere im Hinterkopf verhindert. Gibt es auch immer wieder, hat auch damit zu tun, dass die Ressourcen, um einfach mal 3, 4 Tage wirklich unterwegs zu sein, weiter wegzufahren, mit vielen, vielen Menschen zu sprechen, denn Recherche heißt vor allen Dingen mit Menschen sprechen, dass die auch nicht mehr so gegeben sind. Also da gibt es sehr, sehr viele Ursachen, über die wir alle auch nochmal im Einzelnen reden müssten, die wir analysieren müssten. Vor allen Dingen aber müssen wir uns klar machen, dass wir an einem gesellschaftlich wichtigen Entscheidungspunkt stehen. Wie wollen wir jetzt weitermachen mit dem Journalismus? Wie wollen wir tatsächlich in einigen Jahren Journalismus noch haben als öffentliches Gut, als öffentliche Aufgabe? Recherche ist da ein Kernelement des Journalismus. Und damit sind wir beim Rahmenthema, weil bei der Recherche haben wir es auch immer mit verschwommenen Dingen zu tun. Also ich nehme so ein Thema verschwommen wahr.
Und dann gehe ich ran und bilde eine Arbeitshypothese. Überlege mir, welche Leute muss ich denn eigentlich dazu sprechen? Welche Experten, welche Interviews muss ich führen? Wo muss ich hinfahren? Welche Daten brauche ich, die ich recherchieren muss? Mit welchen beispielsweise auch digitalen Methoden muss ich mir weitere Quellen erschließen? Und dann komme ich so von außen immer näher an die Kernpunkte dieser Geschichte ran. Und wenn ich dann diese Kernpunkte habe, all diese vielen Fakten habe, vor mir liegen habe, dann passieren zwei Dinge oder müssen zwei Dinge passieren. Ich muss mir erstens klar machen, wie habe ich denn all diese Dinge jetzt eigentlich in Erfahrung gebracht und für mich konstituiert, damit ich mir auch klar mache, was ist jetzt auf welche Quelle zurückzuführen, wie kann ich was belegen. Und dann muss ich nochmal auch mit Kollegen, Kolleginnen in den Prozess eintreten des Faktencheckens, der Faktenprüfung. Und wir versuchen dann, jedes einzelne Faktum, von dem wir glauben, das haben wir bisher sauber recherchiert, nochmal zu widerlegen. So, und wenn uns das nicht gelingt, dann gehen wir davon aus, okay, die Geschichte, die kann jetzt raus. Ein Beispiel, im März 2019 haben wir das mit einer Geschichte gemacht, die lief erst im Deutschlandfunk, danach im ZDF, auf heute.de, über den unternehmenseigenen Geheimdienst von Facebook. Wir haben ziemlich aufwendig recherchiert, dass Facebook einen unternehmenseigenen Geheimdienst aufgebaut hat. Dieser unternehmenseigene Geheimdienst hat die Aufgabe, Kritiker von Facebook, ehemalige Mitarbeiter, Journalisten, andere, übrigens auch Mitarbeiter, zu überwachen. Ziemlich weitgehend übrigens zu überwachen. Also nicht nur, was die so im Internet treiben, auf welchen Seiten die sich so rumtreiben, welche Sachen die im Internet einkaufen, was die mit wem beispielsweise mal chatten. Nee, es geht über Online-Überwachung in dem Fall oder über Online-Profilbildung, für die Facebook ja bekannt ist, das ja auch das Geschäftsmodell ist von denen, weit hinaus, haben wir damals recherchiert. Beispielsweise, indem auch die Smartphones dieser Menschen überwacht werden. Das heißt, der Geheimdienst von Facebook überwacht, und das haben wir auch nachgewiesen, die Recherche war sauber, überwacht tatsächlich, ob sich beispielsweise ein Mitarbeiter von Facebook mit dessen Smartphone, mit einem Smartphone eines Journalisten in einer Mobilfunkzelle befindet. Und dann kann man ja anschließend verschiedene Methoden anwenden, dass man rauskriegt, wie nah sind die denn. Das geht über GPS-Ortung, das geht über Triangulation, also Entfernungsabschätzung, über Signallaufzeiten von Hotspots, also über WLAN. Das geht auch über Signallaufzeitenmessung von Mobilfunkstationen. So, und wenn also jetzt tatsächlich ein Journalist und ein Facebook-Mitarbeiter, wenn die beiden Smartphones sehr eng zueinander sind, dann kann der Geheimdienst von Facebook davon ausgehen, aha, hier ist jemand gerade dabei, eine Geschichte einem Journalisten zu erzählen. Also müssen wir mal gucken, was da jetzt kommt und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Die Geschichte 2019 veröffentlicht, da bin ich mir nicht sicher, ob wir die heute noch so recherchieren könnten. Und ich befürchte, in 3 Jahren oder in 4 Jahren können wir die wahrscheinlich gar nicht mehr recherchieren. Und das wäre bedauerlich, wahrscheinlich sogar schlimmer noch als bedauerlich. Weil es hat Folgen. Dann können wir nämlich bestimmte Entwicklungen, auch bestimmte Skandale, können wir bestimmte gesellschaftliche Vorgänge auch nicht mehr aufklären, unserer Wächterfunktion nicht mehr genügen. Und diese Konsequenzen, über die müssen wir uns klar werden. Und da brauchen wir Journalisten und wir Journalistinnen eure Hilfe. Denn der Scheidepunkt, an dem wir jetzt stehen, entweder ist der Journalismus wirklich in ein paar Jahren abgewickelt, dann haben wir so eine vielleicht noch restjournalistische Bubble, unterscheiden auch nicht mehr, wie einige das heute schon tun, auch zwischen Public Relations und Journalismus, ist dann alles eins, irgendwas mit Medien, Kommunikation, so, ne? Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, wir besinnen uns wieder auf das, was an journalistischer Haltung notwendig ist, zurück. Nicht Gesinnung. Gesinnung ist eine politische Gesinnung. Ne? Da will ich dann irgendjemanden dazu bekehren, dass er, weiß ich nicht, gelb, grün, rot, schwarz, violett, wie auch immer, blau denkt. Nee, die journalistische Haltung ist der Wahrheit verpflichtet. Die journalistische Haltung ist skeptisch. Die journalistische Haltung gibt immer Rechenschaft darüber, wie habe ich ein bestimmtes Faktum konstituiert, auch recherchiert, gegenrecherchiert. Und die journalistische Haltung gibt Minderheitenraum, Minderheitenmeinungen. Auch das ist in den vergangenen 2 Jahren ziemlich eingeschränkt worden. Und vor allen Dingen, ganz wichtig bei der journalistischen Haltung, das höre immer den anderen. Also wenn ich über jemanden
Berichte, ihn hören, aber seinen Gegner auch hören und dann abwägen, wie sind die Positionen und diese Positionen auch gewichten und einordnen. Also nicht einfach dieses berühmte He said, she said, das ja so kritisiert wird gerade. Nein, einordnen, aber bitte ideologiearm, möglichst ideologiefrei, orientiert an so einem Objektivitätsideal, mit der Betonung auf Ideal einordnen. So, und dann komme ich dazu und kann tatsächlich mit Hilfe auch meiner beispielsweise Hörerinnen und Hörer, meiner Leserinnen und Leser, eine Geschichte auf diese Weise gut zu Ende recherchieren und die Geschichte kann dann gesellschaftliche Wirkung entfalten, wenn sie veröffentlicht wird. Aber dazu brauchen wir Journalistinnen und Journalisten eben, wie gesagt, Hilfe unserer Leserinnen, Leser, Hörerinnen, Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer. Die beiden QR-Codes gehen auf zwei Beiträge im ZDF auf heute.de, in denen ich diese Hilfe mal so ein bisschen auch skizziert habe. Ein wesentliches Element dieser Hilfe besteht nämlich darin, dass Sie uns erstmal immer misstrauen, gesund misstrauen. Das heißt, recherchieren Sie nach, was wir Ihnen, euch an Themen verkaufen und wie wir es aufbereitet haben. Das heißt dann aber auch, nachrecherchieren bedeutet auch beispielsweise nicht nur einfach Google anwerfen und mal, wie einige Kollegen und Kolleginnen das machen, dann die ersten drei Ergebnisse abfragen, zu einer Geschichte zusammenpacken, sondern andere Suchmaschinen. Eine Suchmaschine für gesprochenes Wort, eine Suchmaschine, die sich in alternativen Bereichen umsieht, eine Suchmaschine, die beispielsweise auch in Richtung, sagen wir mal, Bundestag und ähnliche ergeht und eine Meta-Suchmaschine auch mal mit zu befragen oder eben nicht nur auf YouTube, Google, Facebook zu gehen, sondern in die alternativen Bereiche, also ins sogenannte Fediversum, sprich Mastodon, Peertube und ähnliche genauso sich anzuschauen wie diese Dienste. Und vor allen Dingen auch eine Faktenprüfung immer wieder zu machen. Und den Journalistinnen und Journalisten, aber auch vor allen Dingen den Medienhäusern zu sagen, was sie von Journalisten und Journalistinnen erwarten. Nicht nur thematisch, sondern auch von der Methode her. Und da muss, denke ich, eine Forderung einfach sein, recherchiert wieder gründlicher, ordentlicher. Die baden-württembergische Landesregierung will ja eine Landesmedienanstalt einrichten, haben die in den Koalitionsvertrag geschrieben. Dafür gibt es Geld. Und dann wird natürlich auch darüber diskutiert, welche Inhalte sollen denn da wie gemacht werden. Eine dieser Diskussionen ist auch, wie soll denn so eine Volontärsausbildung aussehen? Und bei der Volontärsausbildung, läuft 2 Jahre, gibt es ja 4 Wochen überbetriebliche Ausbildung. Da wird unter anderem auch Recherche gelehrt. Und vor kurzem kam dann ein Verlegervertreter zu mir und sagte, Herr Welchering, Sie machen da ja immer diese Recherche und so und 2 Tage im Grundkurs und dann noch im Aufbaukurs. Also insgesamt 2 Tage ist doch viel zu viel, Mensch. Können wir das nicht auf einen Tag oder einen halben Tag oder so runterkürzen? Denn eigentlich brauchen die jungen Kolleginnen und Kollegen, die Volontärinnen und Volontäre doch TikTok und Instagram und müssen da ausgebildet werden. Oder Verleger holen sich Educational Fellows ins Haus. Die stammen dann beispielsweise von Google. Google bietet nämlich den Verlegern an, ihr müsst Fortbildung machen, machen wir für euch. Wir schicken euch Leute ins Haus, die unterrichten Recherche. Was machen dann die Educational Fellows von Google, die nichts kosten, den Verleger? Die unterrichten natürlich, wie Google-Produkte so eingesetzt werden. So, das war's. Facebook macht das ähnlich. Die Hamburg Media School macht ein Digital Journalism Fellowship. 1 Jahr Fortbildung, finanziert von Facebook. Die fahren dann auch in die USA. Was recherchieren die da? Ja, wie es bei Facebook so aussieht. Was man auf Facebook-Seiten recherchieren kann. Was für einen tollen Newsfeed Facebook hat. Aber würden die bei Facebook auch recherchieren, was der Geheimdienst von Facebook so macht? Von Facebook bezahlt, inklusive der Reise in die, letztes Mal war es eben die USA. Das wird dann alles sehr problematisch. Und deshalb müssen wir, was Recherche angeht, mit den digitalen und analogen Methoden, mit den Rechercheinterviews, mit dem gesamten Methodenset, das dahinter steckt, uns jetzt wirklich entscheiden, welche Art von Journalismus wollen wir denn für die nächsten Jahre als demokratische Gesellschaft haben. Und da stehen wir eben an genau diesem Scheidepunkt. Da müssen wir uns entscheiden, weiterhin runterfahren, weiterhin abschaffen. Dann können wir irgendwann mal auch das Hörfunkstudio hier im Hospitalviertel dicht machen, weil dann geht der Journalismus, den wir bisher gemacht haben, einfach nicht mehr. Oder eine stärkere Einmischung. Gegenchecken, auch von Ihnen, aber auch eine stärkere Einmischung. Den Medien, den Intendanten, den Hauptabteilungsleitern, den Chefredakteuren, den Ressortleitern, den Reportern vor Ort ganz deutlich sagen, was sie haben wollen,
was sie von Journalisten und Journalistinnen erwarten, was sie als deren Aufgabe, ursprünglichen Job verstehen und ins Gespräch darüber kommen, was sie bei Beiträgen gut, schlecht, besser zu machen finden. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt und da zähle ich auf Sie. Dankeschön.